Hallo Jena, heute am Freitag habe ich für Sie ein Update zur Corona-Lage, dann einen aktuellen Stand zum Thema Ukraine-Krieg und die Aufnahme Geflüchteter hier in Jena und als drittes Thema Digitalisierung in zwei Teilthemen. Wir beginnen mal mit Corona. Da hat es in den letzten Tagen ja sehr vermehrt und sehr stark den Wunsch gegeben aus der Elternschaft, dass die Praxis, die bis vor einer Woche in den Kitas und Schulen hier noch vorgeherrscht hat in Jena, nämlich dass wir mit Allgemeinverfügungen arbeiten und bei einem Positivfall in einer Klasse oder Gruppe die gesamte Klasse oder Gruppe in Quarantäne setzen, dass man davon abrücken möge. Wir haben das gesehen, das ist ja von Beginn der Pandemie an immer der Fall gewesen, dass solche Kontaktpersonenregelungen, also diejenigen, die selbst nicht positiv, nachgewiesen positiv sind, aber Kontakt zu einem Positivfall hatten, dass die vorsichtshalber auch in Quarantäne gesetzt werden, bis man das abklären kann, ist eine sinnvolle Praxis gewesen. Es zeigt sich aber mit den im Moment rapide steigenden Fallzahlen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo in der Nähe ein Positivfall auftaucht, immer weiter steigt und dass damit in der ersten Ableitung immer mehr Personen als Kontaktpersonen dann auch betroffen sind und vor allen Dingen auch wiederholt betroffen sind. Wir wissen von Kindern, die 5, 6 oder 8 Mal in Quarantäne gewesen sind und das ist für die Kinder fürchterlich und das ist auch für die Familien, für die Eltern sehr, sehr schwer zu handeln im beruflichen Umfeld. Deswegen haben wir schon bei den Kindertagesstätten reagiert, Ende letzter Woche entschieden, dass wir dort von der Praxis der Allgemeinverfügung abrücken werden. Bei den Schulen haben wir das im Verlauf dieser Woche entschieden und das soll dann ab kommenden Montag greifen. Warum in den Kitas früher als in den Schulen? Das hängt einfach damit zusammen, dass wir in den Kindertagesstätten thüringenweit als die einzige Kommune, die das gemacht hat, ja dieses PCR-Pool-Testverfahren eingeführt hatten. Zu Beginn ziemlich hoher Umstellungsaufwand für die Einrichtungen, aber als das einmal etabliert war, sehr, sehr gern genutzt und angenommen in den Einrichtungen, weil eben da ein viel, viel zielgenaueres Beobachten der Situation und ein viel zielgenaueres in Quarantäne setzen möglich war und man eben nicht ganze Gruppen länger verschwinden lassen musste, sondern wir haben nachtesten können, wer denn der Positivfall in der Gruppe ist und dann gab es die Möglichkeit zum Freitesten. Mit diesem Regime konnten wir das in den Kitas zügig umsetzen. In den Schulen haben wir das gleiche Ziel vor Augen, also auch dort nicht mit diesen flächig schießenden Allgemeinverfügungen zu arbeiten. Das können wir ins Werk setzen, weil wir im Verlauf der Woche uns darum gekümmert haben, das Testregime, das an den Schulen vorherrscht, so weit hochzuziehen, dass wir es durch eine freiwillige Beschaffung zusätzlicher hochwertiger Schnelltests durch die Stadt ermöglichen können, in Abstimmung mit dem Schulamt und den Schulen selbst, dass dort nicht nur 2-mal oder 3-mal die Woche getestet wird, sondern täglich. Und wenn das gegeben ist, wenn die Kinder täglich getestet werden können, dann ist es verantwortbar zu sagen, okay, natürlich, der Positivfall muss in Quarantäne, aber diejenigen, die nur Kontaktpersonen waren, solange sie asymptomatisch bleiben, das ist klar, können bei täglichem Test wieder in die Schule gehen. Das ist eine wesentliche Neuerung und wird, glaube ich, sehr zur Entlastung der Kinder und der Eltern, der Familien beitragen, der Test-to-Stay-Ansatz. Also wenn man weiterhin in die Schule gehen möchte oder sein Kind weiter in die Schule schicken möchte, kann man das tun, solange man sich dieser täglichen Testung unterzieht, damit es für die, die da sind, sicher bleibt. Es gibt zugleich auch die Möglichkeit für die Eltern, die das trotzdem für zu riskant halten, die sagen, okay, wir hatten einen Fall bei uns in der Gruppe oder in der Klasse, wir wollen unser Kind zu Hause behalten aus Sicherheitsgründen. Auch das ist möglich. Da arbeiten wir an einem einfachen Weg, an einem möglichst niederschwelligen Weg, dass man über Kontaktaufnahme, über ein Formular mit dem Gesundheitsamt, dann vom Gesundheitsamt die Bescheinigung bekommen kann, mit der man gegenüber dem Arbeitgeber dann auch den Nachweis führen kann, dass man für Ersatzleistungen in Frage kommt. Da braucht es die Anordnung aus dem Gesundheitsamt. Das ist dann keine Allgemeinverfügung mehr für eine ganze Klasse, sondern eine individuelle Verfügung für das jeweilige Kind selbst. Und da wird es uns gelingen, einen möglichst niedrigschwelligen Weg, dass das nicht wiederum einen exorbitanten Aufwand für das Gesundheitsamt mit sich bringt, zu organisieren. Und dann ist es möglich, dass sowohl diejenigen, die freiwillig ihr Kind zu Hause lassen wollen, als auch für diejenigen, die ihr Kind weiter in die Schule gehen lassen möchten, eine gute Lösung gefunden ist. Das zweite Thema, Ukraine.
Wir sind jetzt etwa 14 Tage nach Kriegsausbruch. Die ersten 2 Wochen sind vergangen und wir sind aktuell auf dem Stand, dass knapp 500 Menschen hier nach Jena gekommen sind und in den verschiedensten Unterbringungsmöglichkeiten untergekommen sind. Das sind ganz überwiegend Frauen und Kinder. Etwa die Hälfte sind Minderjährige. Die übrige Hälfte sind fast ausschließlich Frauen, zum Teil auch ältere Menschen, die Kinder von fast Säugling bis dann kurz vor Erwachsensein. Es sind kaum Männer dabei. Die Größenordnung, die wir hier erleben, ist jetzt schon deutlich, deutlich mehr als das, was wir in der Flüchtlingswelle 2015, 2016 gesehen hatten. Nur zum Vergleich, die beiden Aufnahmen oder zustromstärksten Monate damals, 15, 16, der November und der Dezember, da sind in jedem der beiden Monate etwa 200 Menschen nach Jena gekommen, 200 Geflüchtete. In einem Monat. Jetzt sind in 2 Wochen etwa 500 Menschen hier angekommen. Das Geschehen ist also deutlich, deutlich mehr, deutlich schneller und auch deutlich dynamischer als damals. Dynamischer auch in dem Sinn, dass gar nicht alle bleiben. Viele kommen in Jena an und suchen sich dann aber innerhalb Deutschlands andere Orte, an denen sie eigentlich dauerhaft bleiben wollen. Also da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Unter anderem deswegen ist es so wichtig, dass sich alle, die hier ankommen, bei uns melden und registrieren lassen. Zum einen, weil für sie daran geknüpft ist, dass sie auch Leistungen beziehen können. Wir haben ja Freizügigkeit innerhalb der EU. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier ankommen, dürften theoretisch sofort eine Arbeit aufnehmen, wenn sie eine finden. Und sie sind auch sofort, nachdem sie registriert sind, über das Asylbewerberleistungsgesetz berechtigt, Leistungen zu erhalten. Das gilt auch als eine Botschaft an diejenigen, die jemanden bei sich zu Hause unterbringen wollen, uns aber melden, dass sie zwar den Raum haben, aber nicht das Geld für die Nebenkosten, die damit ja steigen. Die hier Ankommenden sind, wenn sie registriert sind, berechtigt, Leistungen zu beziehen. Da greift die Massenzustromrichtlinie des Bundes, die dieses regelt. Für uns ist das auch eine Herausforderung, weil dieses Registrierungsverfahren ziemlich zeitaufwendig ist. Da müssen auch biometrische Daten erhoben werden. Das kostet pro Person, die registriert wird, auch einiges an Zeit, mindestens eine halbe Stunde. Wenn die Sprachbarriere noch dazu kommt, unter Umständen auch mal deutlich mehr. Und deswegen sind wir im Moment bestrebt, Sprachmittler zu finden, die ukrainisch, russisch und auch englisch sprechen und uns unterstützen können. Wenn Sie uns da Ihr Angebot machen wollen, uns zu unterstützen, können Sie das gerne über die E-Mail dolmetscher@jena.de uns durchgeben. Da freuen wir uns sehr über solche Angebote. Ja, es ist ein riesengroßer Dank angebracht an unsere Bevölkerung, an die Jenerinnen und Jener, die bis jetzt bei sich privat schon etwa 300 der 500 hier Angekommenen aufgenommen haben. Und da muss man dazu sagen, das sind ganz überwiegend nicht Bekannte oder Verwandte, die aufgenommen werden, sondern tatsächlich fremde Menschen, die man vorher nicht kannte. Das ist eine Riesenhilfsbereitschaft, vor der wir uns nur verneigen können seitens der Stadt. Ich will es aber auch mit dem Hinweis verbinden, dass wir wissen oder sehr stark davon ausgehen, dass das für die meisten wahrscheinlich nicht zum Dauerzustand werden kann. Und das ist unser Hinweis. Wir sind sehr, sehr dankbar für die Bereitschaft, die Menschen jetzt aufzunehmen, bei sich ein Zimmer anzubieten. Wir vermuten aber, dass viele von denen, die das jetzt tun, das über längeren Zeitraum nicht werden durchhalten können, dass also diese Menschen dann auch wieder bei den von der Stadt organisierten Angeboten unterkommen. Und an all diejenigen, die sich mit dem Gedanken, so solidarisch zu sein, tragen, der Hinweis, prüfen Sie vorher, ob Sie das eben auch länger als 1-2 Wochen aushalten können. Prüfen Sie, ob der Wohnraum, den Sie anbieten können, so abgetrennt ist, dass die Personen, die da bei Ihnen unterkommen, auch Privatsphäre für sich alleine haben, dass man auch mal über einen längeren Zeitraum nebeneinander her gemeinsam wohnen und leben kann. Wir sind städtischerseits bemüht, die unterschiedlichsten Angebote für Unterbringung zu organisieren. Die Gemeinschaftsunterkünfte, die wir ja immer schon vorgehalten haben, die sind inzwischen voll belegt. Auch die ersten zusätzlichen Immobilien, die wir für die Unterbringung von den Flüchtlingen aktiviert haben, sind belegt. Das Schullandheim Stern zum Beispiel ist inzwischen schon voll. Wir sind mit dem Internationalen Bund im Gespräch, dass wir das Gebäude am Herrenberge nutzen können. Das wird Anfang kommender Woche zur Verfügung
Verfügung stehen und dann wahrscheinlich auch sehr schnell voll werden. Wir sind an vielen, vielen Stellen dabei, zusätzliche Gebäude zu akquirieren, die wir für diese Nutzung anbieten können, auch in Gesprächen mit dem Land und mit der Universität, ob da Gebäude aktiviert werden können. Und wir gehen davon aus, dass wir die Kapazität in etwa, die wir in den Gemeinschaftsunterkünften haben, Klammer auf, da sind ja auch vor dem Ukraine-Krieg schon Geflüchtete untergebracht gewesen, dass wir das nochmal in gleicher Größenordnung zusätzlich organisieren können und damit zumindest über die nächsten Wochen die Unterbringung sichern können. Das kann unter Umständen und wird auch Turnhallen mit beinhalten. Das ist natürlich die Option, die wir möglichst als letzte ziehen wollen, weil da natürlich die Unterbringung zwar gewährleistet werden kann, aber doch ziemlich rudimentär in der Versorgung im Vergleich zu anderen Angeboten. Es haben auch, und auch da mein herzlicher Dank, einzelne Hotels schon Angebote gemacht und bieten auch schon Angebote an. Das Ibis Hotel zum Beispiel hat die 50 etwa Geflüchteten, die in einem Bus hier angekommen sind, aufgenommen und beherbergt sie für eine Weile. Es gibt weitere Hotels, die Vergleichbares angekündigt haben. Auch da mein herzlicher Dank. Sie sehen, die Herausforderung ist immens. Wesentlich höher als vor 6, 7 Jahren, als wir das schon einmal erlebt haben, eine Flüchtlingswelle. Aber wir sind dabei, das in den Griff zu bekommen. Und wir werden dann in den nächsten Schritten sukzessive auch die Angebote hochfahren. Gar nicht alles nur die Stadt. Da gibt es ja auch Träger und Vereine, die sowas anbieten, was die medizinische, die psychologische, die sprachliche Betreuung auch der Geflüchteten hier vor Ort angeht. Und wir werden natürlich auch darüber nachzudenken haben, wie wir die Beschulung der Kinder, die hier ankommen, und die Unterbringung der kleineren Kinder in Kindertagesstätten oder vergleichbaren Angeboten sicherstellen. Wir sind dran und ich glaube, wir werden das bewältigen können. Ja, und ein drittes Thema, ich hatte es angekündigt, hat jetzt mit diesen beiden Krisen, mit Corona und mit dem Ukraine-Krieg mal gar nichts zu tun, sondern ist der Blick nach vorn in Richtung Digitalisierung, unsere Stadt smarter und noch digitaler zu machen und da vor allem die digitale Teilhabe für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu erhöhen. Konkret sind wir dabei, das WLAN, das freie WLAN-Angebot, das es ja über die App Mein Jena von den Stadtwerken gemeinsam mit der Stadt schon gibt, deutlich auszuweiten, also neue Zielgruppen aufzunehmen, die dieses Mein Jena, dieses freie WLAN-Angebot nutzen können und auch räumlich neue Bereiche im Stadtgebiet zu erschließen, wo das dann verfügbar sein wird. Das ist eine Sache, die die Kooperation sehr vieler Partner braucht und da sehen wir einmal mehr, wie gut und wichtig und wie erfolgreich dann auch vertrauensvolles Zusammenarbeiten miteinander ist. Hier konkret sind die Dezernate 2 und 3, also das von Herrn Koppe und Herrn Gerlitz, die Eigenbetriebe, insbesondere Jena Kultur und KIJ, mit involviert. Die Stadtwerke-Gruppe ist dabei mit verschiedenen Playern innerhalb der Gruppe, die mit diesem Angebot jenseits des Angebots, das sie bei Strom, Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung, Verkehr und Wohnangebote über Jena Wohnen ja schon sehr breit aufgestellt macht, hier eben jetzt auch zum Digitaldienstleister mit wird. Das Medienzentrum ist mit dabei, wo die Schulen digital zusammengeschlossen sind über die Stadt. Und die Friedrich-Schiller-Universität ist ein wesentlicher Partner in diesem Projekt. Mein Dank gilt all diesen und insbesondere Manuela Meyer, die als unser CDO in der Stadt dieses ganze Projekt managt, die vielen Fäden zusammenhält und die gemeinsame Kooperation hier organisiert und managt. Das passiert im Dezernat von Ben Koppe und ausdrücklich sei auch Claudia Budig hier gedankt, stellvertretend für die Stadtwerkefamilie. Worum geht es? Kostenloser Zugang zum Internet ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von digitaler Teilhabe und die Erweiterung von Mein Jena, von der ich eben sprach, die soll in 3 Ausbaustufen passieren. Zusätzlich zu den vielen Stellen im Stadtgebiet, wo es jetzt schon genutzt werden kann, geht es darum, dass weitere Standorte hier ans Netz gebracht werden. Man wird dann künftig auch um das Rathaus herum, beim Volkshaus, beim Volksbad, in der Touristinformation, im Bürgerservice, in der neuen Schwimmhalle in Lobeda,
im Kundencenter der Stadtwerke und an einigen anderen Stellen mehr in der Stadt auch auf Mein Jena zugreifen können, auf diese App. Die zweite Stufe ist dann die Verknüpfung der Mein Jena App mit dem Schul-WLAN, das in den Schulgebäuden der Stadt abgestrahlt wird und damit eine ganz große Zielgruppe zusätzlich in dieses Angebot mit aufgenommen wird. Und dann der dritte Schritt wird die Verkoppelung sein zwischen Mein Jena und dem EduRoam-Netzwerk, also das Netzwerk, über dem die Angehörigen und Studierenden der Friedrich-Schiller-Universität stadtweit immer um die Gebäude der Universität herum Zugriff auf freies WLAN haben. Und wir werden am Ende dann ein sehr, sehr dichtes Netz über das gesamte Stadtgebiet gelegt haben, wo man frei auf das Internet über dieses WLAN Mein Jena zugreifen kann. Und das wiederum, und das ist Teil 2 der Digitalisierungsbotschaft, ist Teil dessen, was wir brauchen, um die Strategie Smart City gut ins Werk setzen zu können. Das haben Sie sicher ja auch verfolgt. In den letzten 2 Jahren haben wir da viel, viel Vorbereitungsarbeit geleistet. Das lief zu großen Teilen hinter den Kulissen. Da ist draußen in der Bevölkerung noch gar nicht immer so ganz klar gewesen, worum im Detail es tatsächlich geht mit Smart City. Das liegt an der Struktur dieses geförderten Projektes, das auf 7 Jahre angelegt ist. Die ersten beiden Jahre, die jetzt um sind, sind Strategiephase gewesen, wo wir einen Plan machen, eine Strategie, in welche Bereiche wollen wir das entwickeln. Und dann schließen sich 5 Jahre Realisierungsphase an, in denen wir diese Projekte dann auch tatsächlich umsetzen. Und an der Schnittstelle, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist ein ganz entscheidendes und zentrales Element dieses Projektes Bürgerbeteiligung. Von Anfang an immer vorgesehen gewesen für den Zeitpunkt, wo wir die grundsätzliche Strategie als Stadt schon stehen haben. Jetzt ist es ganz entscheidend, dass in den verschiedenen Teilbereichen, in den verschiedenen Handlungsfeldern, also bei der Wissensallmende, wo es um die offene Verfügbarkeit von Daten geht, soll, beim smarten Quartier, das Sie als Projekt ja auch schon mehrfach in der Öffentlichkeit wahrnehmen konnten, in Jena-Lobeda, beim digitalen Lernen, deswegen das Medienzentrum mit dabei, wo es um die Digitalisierung an Schulen geht, beim Digital Innovation Hub, wo es um die Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft geht, um die Start-up-Szene, um die Vernetzung dort und bei der 5. Säule, beim E-Government, also die Digitalisierung der Verwaltung nach innen. In diesen Teilbereichen, in diesen Handlungsfeldern wollen wir jeweils mit Bürgerbeteiligung, mit Online-Workshops Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, die Gelegenheit geben, auch Ihre Ideen einzubringen, die sehr wohl mit aufgenommen werden, bevor wir dann tatsächlich in die Realisierung des Smart City-Projektes gehen. Seien Sie da gespannt, das wird Ende März beginnen. Sie können ab dem 16.03. schon mal schauen auf mitmachen.jena.de. Dort können Sie ab dem 16.03. verfolgen, wie sich dieses Projekt gestaltet und wie Sie ganz konkret Ihre Ideen mit einfließen lassen können. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. 2 akute Krisenthemen, die uns vermutlich eben auch noch ein Stückchen beschäftigen werden, aber auch ein drittes, das davon unabhängig den Blick weit in die Zukunft richtet. Und damit wünsche ich Ihnen wiederum ein angenehmes Wochenende, ein erholsames Wochenende. Und wenn wir uns am nächsten Freitag hier wiedersehen, hoffe ich, dass Sie alle noch gesund sind und guter Dinge. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.